Das ist der Durchbruch im Harry Kane Poker. Die Bayern haben nochmal nachgelegt und jetzt hat Tottenham akzeptiert. Es sind noch finale Details zu klären, aber eine grundsätzliche Einigung soll nun bestehen. Die Höhe der Ablösesumme ist noch ein bisschen vage, aber es sind über 100 Millionen Euro, 100 Millionen Pfund, 117 Millionen Euro hatte Tottenham gefordert. Aus England hört man, Bayern ist in dem sehr, sehr nahe gekommen. Aber Hauptsache ist, Harry Kane und Bayern, es soll heute fix werden. Und dann hätte auch Harry Kane es geschafft, nicht im ersten Premier League-Spiel aufzulaufen. Wir bleiben dran. Harry Kane, jetzt Zielgerade.